So, Sommerzeit, Eiszeit, Pfifferlingzeit. Und ich habe mir gedacht, wir können beides eigentlich sehr gut verbinden, indem wir mal ein schönes Eis machen mit einem sehr außergewöhnlichen Topping. Dazu haben wir ein Pfifferling-Topping, was sich im ersten Moment sehr skurril anhört. Ich auch zugeben muss, ich habe es auch eigentlich nur deswegen mal seinerzeit versucht umzusetzen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das jemals wirklich gut schmeckt. Dazu nehmen wir die Pfifferlinge, müssen diese wohl diesmal sehr fein hacken. Wichtig hierbei ist einfach nur, die Pfifferlinge zu hacken, nicht zu drücken, nicht zu quetschen. Weil dann hätte man nachher Pfifferlingmatsch, den wir nicht haben wollen. So, aus diesen Würfeln mit Margarine, Zucker und Sahne, wahlweise Sojasahne als vegane Variante oder die klassische Sahne als nicht vegane Variante, lässt sich aus beiden auf dieselbe Art und Weise das Toffee herstellen. Damit gehen wir jetzt zum Herd. Zucker dazu. Pfifferlingwürfel. Bei Zucker karamellisieren ist immer halt darauf zu achten. Zucker wird sehr, sehr heiß in Verbindung mit der Margarine. Sieht nicht mehr heiß aus, aber ist unwahrscheinlich, also die Gefahr des Verbrennens ist sehr groß. Und wie man hier sieht, es rauscht und zischt, weil die Pfifferlinge ja einen sehr hohen Wasseranteil haben. Und jetzt schwenken wir das Ganze mal so an, bis das so leicht vor sich hin karamellisiert. Riecht schon leicht karamellig. Jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir so langsam sicher ablöschen können. Jetzt lassen wir das reduzieren. Das heißt, wir lassen das Wasser wieder ausköcheln. Beide Sahnearten reagieren genau gleich. Die Sojasahne verhält sich wie klassische Kuhsahne, also Kuhmilchsahne. Jetzt haben wir eine cremige Konsistenz, schön dickflüssig, wie ein Topping auf einem Eis sein sollte. Füllen uns das einfach ein bisschen um und setzen es zum Auskühlen für ein paar Minuten in den Kühlschrank, weil wenn es so heiß aufs Eis serviert wird, haben wir nicht lange Freude vom Eis. So, wenn das Topping ein bisschen erkaltet ist, haben wir die optimale Kombination. Frische Erdbeeren jetzt zum Frühsommer mit dem schönen kalten Vanilleeis, unserem Pfifferling-Topping. Ein bisschen frische Minze dran. Und fertig.